Hey liebe YouTuber, sowie auch Animal Crossing Wildbird Fans oder Spieler oder auch Animal Crossing New Leaf Fans. Ich mache heute ein kleines Video über Animal Crossing Wildbird und genauer gesagt über die Goldgegenstände. Im Voraus, ich war mal kurz drinne, habe meine Goldgegenstände gecheckt. Irgendwie ist auf einmal meine Goldaxt weg und ich weiß nicht warum, aber ich habe das Spiel halt vor kurzem jemanden ausgeliehen. Und die Stadt sieht eigentlich ein bisschen kurz verkrüppelt aus, so gesagt. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Und ich habe irgendwie jetzt nur die Goldschaufel und die Goldgießkanne. Das heißt, den Catcher, Angel sowie auch die Schleuder habe ich nicht. Aber ich kann trotzdem sagen, wozu sie gut sind und was sie eigentlich so machen und wie man sie bekommt. Und ich hoffe im Voraus, dass sie euch gefällt. Oder das Video. Das hört sich immer wieder so süß an. Nintendo! Boah, wie lange habe ich diese Musik nicht mehr gehört? Vor 3 Sekunden? Guten Morgen, du willst bestimmt spielen, nicht wahr? Klaro. Ja, und ich habe das Spiel vor... etwa, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang nicht mehr gespielt. Oder vor ein paar Monaten. Weil ich einfach viel zu beschäftigt mit New Leaf bin. Und ja. Vorbereitung abgeschlossen. Viel Spaß in Rostock. Ja, Animal Crossing Wild World Stadt heißt genauso wie in New Leaf. Und ja, dann fangen wir schon mal an. Gehen wir mal nach da. Und die Wiege, die habe ich nicht gemacht. Nur so zur Info. Ja, wir fangen an mit mit der Goldschaufel. Also mit der Goldschaufel, die bekommt ihr, indem ihr die mit 2 normale Schaufeln bei Tom Nook kauft und dann die eine Schaufel unter die Erde vergraben lässt, und dann einen Tag vorspult oder wartet, je nachdem, und dann ist am nächsten Tag eine Goldschaufel unter der Erde zu finden, nur noch ausgraben und dann habt ihr sie. Die Goldschaufel, naja, ganz einfach, mit der Goldschaufel könnt ihr Geldbäume pflanzen, also nehmen wir jetzt mal die Goldschaufel, graben ein Loch und so. Und dann vergraben wir jetzt mal, ich bin mal geizig, nur 1000 Sternis. Und ja, dann entsteht so ein kleines Bäumchen, das immer so süß aussieht, so, wow, so niedlich. Und ja, dann spult ihr vor, dann wächst ein Baum. Aber wenn ihr nur 1000 Sternis vergrabt, dann dann entsteht nur eine 1%ige Chance, dass aus diesem Bäumchen ein Baum mit Geld dran wächst. Und deshalb würde ich euch raten, gleich 99.000 Sternis zu vergraben. Und dann besteht eine Chance, dass ihr zu 99% ein Bäumchen bekommt. Und für alle Fälle nochmal mit der Gießkanne oder auch nur oder Goldgießkanne gießen. Oh, das war gerade falsch. So, bei mir nützt es jetzt eh nichts, aber ist egal. So, wenn wir schon mal bei der Goldgießkanne sind, können wir ja gleich weitermachen. Die Goldgießkanne bekommt ihr, indem ihr 15 bis 16 Tage die perfekte Stadt habt. Oder einfach nur eine hübsche Stadt. Wobei Pelli sagt, ey, die Stadt ist voll Oberaffentitten geil. So richtig geil. Und dann bekommt ihr sie, also wenn ihr nach der Umwelt fragt, wie ihr die perfekte oder hübsche Stadt bekommt. Perfekt hört sich so eingebildet an. Ihr wisst, was ich meine. Also, ich habe es gerade nicht so mit dem Reden. Ja, und das ist bei so einem Video von mir, wie baue ich die perfekte Stadt in Animal Crossing ACWW oder so, ja. Mit der Goldgießkanne könnt ihr ganz einfach, warum bin ich hier hingegangen? Mit der Goldgießkanne könnt ihr ganz einfach eine Goldrose kreieren. Und um eine Goldrose zu bekommen, braucht ihr erstmal zum Anfang 2 rote Rosen. Und die kreuzen sich dann und dabei entsteht eine schwarze Rose. Diese schwarze Rose muss dann eingehen und dann müsst ihr diese schwarze Rose mit der Goldgießkanne gießen und am nächsten Tag oder 2 Tage später, je nachdem, entsteht eine goldene Rose. Yeah! Ja, das war gerade irgendwie bläh. Ja, dann entsteht halt eine goldene Rose und ja, dann wäre es auch fertig. Das wäre eigentlich auch der eigene... Das Einzige, was die Goldgießkanne machen kann.
Nun kommen wir zum Kescher und zu der Angel. Um den Goldkescher zu bekommen, müsst ihr erstmal alle 56 Insekten bekommen. Moment. Alle 56. Ich habe es leider noch nicht. Ich war kurz davor, aber hatte dann später keinen Bock mehr. Am nächsten Tag kommt ein Turtle und gibt dir den Goldkescher. So, das gleiche ist auch mit den Fischen so. Ihr müsst alle Fische haben, das ich auch nicht habe. So, und wenn ihr alle Fische habt, dann kommt wieder Turtle am nächsten Tag zu euch, spricht euch an und gibt euch dann... Irgendwie ist das mit dem Film gerade voll kacke. Und gibt euch dann eine Goldangel. Die Goldangel sorgt dafür, dass ihr einfach viel mehr Zeit habt, Fische zu angeln. Also wenn es mal plupp macht, dann habt ihr einfach, glaube ich, mehrere Sekunden Zeit. Da müsst ihr nicht gleich sofort so richtig schnell, der Fisch kommt, ich muss jetzt sofort A drücken. Macht man doch mit A, oder? Bevor er weg ist, ihr habt einfach viel mehr Zeit. Der Goldkescher ist hingegen viel größer und so fällt es euch einfach viel leichter, Insekten zu fangen. So, zum vorletzten, die Goldschleuder. Also, bei mir ist es die Schleuder. Um die Goldschleuder zu bekommen, müsst ihr immer so eine Geschenke abschießen, die dann in der Luft sind. Also, die dann hier oben zu sehen sind. Hui. Und mit der Goldschleuder entstehen halt statt nur ein Stein gleich drei ganz oben. Und dann fällt es einfach viel leichter, ein Geschenk aus der Luft zu holen, sowie auch ein UFO abzuschießen. Um die Goldschleuder zu bekommen, ganz einfach. Ihr müsst 15 bis 16 Geschenke abschießen, dann habt ihr sie. So, und zum letzten, zu der Goldaxt. Die Goldaxt geht niemals kaputt. Ich habe sie leider nicht. Oder ich hatte sie schon mal. Also ich war mir ganz sicher. Egal. Ich habe sie leider nicht. Und die Goldaxt geht niemals kaputt. Und ihr bekommt sie durch so ein Wussel-Gussel-Blä. Also total komisch zu erklären in einem Video. Deshalb wäre es einfach viel besser, wenn ihr euch das selber durchliest. Und deshalb habe ich in der Infobox zwei Links aufgeschrieben. Einmal der Link von meiner Freundin und mir, also die Homepage. animalcrossingwildworld.de.rs und Veras Homepage, die bestimmt die meisten kennen, die auch voll cool ist. Und ja, das wär's dann eigentlich auch. Hey, ich bin's nochmal. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, falls schon. Denn gebt auch einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann disliked. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr das Video fandet. Ob ihr es cool fandet, ob es gay war, ob es echt komisch war. Und ja, nochmal so zurück zu der Goldschleuder. Also... Um die Goldschleuder zu bekommen, ihr kriegt sie nicht einfach nur so, sondern ihr müsst sie, wenn ihr alle 15 bis 16 Geschenke abgeschossen habt, ist oben in der Luft, hier oben, dann ein goldenes Ding dran, also ein goldener Luftballon mit einem goldenen Ding dran abschießen und dann habt ihr sie. Und es gibt leider keine goldenen Stoppuhren. Warum? Eigentlich auch keine Ahnung. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls nicht, dann gebt doch einen Daumen nach unten. Und wie gesagt, schreibt es in den Kommentaren, wie ihr das fandet und gebt mir vielleicht noch mehr Ideen. Bye!